Alright, good morning everyone. Thank you for the nice introduction. Danke für den warmen Empfang. Ich bin Polygon und ich will mit euch über preiswerte Hochgeschwindigkeitsfotografie mal reden. Ich habe damit als Hobby angefangen, vor acht Jahren. Und nach einer Phase, in der ich alles gemacht habe, von Panoramas bis alles Mögliche, habe ich mich auf Studio-Fotografie fokussiert und habe mich dann halt so mit dem gearbeitet, was ich so zur Verfügung hatte. Und habe dann so viel YouTube-Videos geschaut, die teilweise auch Highspeed-Action waren, und ich wollte das auch selber machen. Und ich hatte nur leider keine 20.000 Euro rumliegen, um so eine tolle Hochgeschwindigkeitskamera zu kaufen. Und dann habe ich halt geschaut, was ich mit meinem bestehenden Equipment und meiner Kamera machen konnte. Basically a mixture of a tutorial, so I did a und lot der of Talk ist eine Mischung aus dem Tutorial und meinem Research und einer Slideshow von Sachen, die ich gemacht habe. Hier gibt es so ein paar Beispiele. Das ist Farbkreide, die mit einer Mausefalle zerstört wurde. Exploding Rainbow Effect. Und es ist wie so ein explodierender Regenbogen. Und ein anderes Beispiel ist this one. This is a das water balloon, hier. Das ist ein Wasser, right? Luftballon. It pops. So you can genau, see in the als er right explodiert. The, rubber skin is still partially intact. Unteren Ecke sieht man, dass die Haut noch intakt ist teilweise und an anderen Stellen kommt das Wasser schon raus. Just to formulate the requirements, was wir brauchen, also was wir benötigen, um Action einzufangen, so weil es sehr schnell passiert. Man braucht eine sehr, sehr kurze Belichtung, 50.000 bis 1/10.000 einer Sekunde. Und die Teile sehen irgendwie nur so sehr gut aus für ein paar Millisekunden oder so, und dann ist es schon vorbei. Roughly with a precision of 1 millisecond. Und man muss die Belichtung auch sehr gut digital cameras, they fail am richtigen Moment auch machen. So even if you look die meisten Digitalkameras haben halt haben keins davon, haben keine der benötigten Fähigkeiten. But they cheat. So the way a camera shutter works in a DSLR, it has und eine digitale Spiegelreflexkamera sagt zwar, es ist ganz gut, aber die cheatet halt ein bisschen, weil du halt mit verschiedene wenn man ein sehr schnelles Foto macht, dann kommt der obere Vorhang schon runter, bevor der unterste weggegangen ist. Das heißt, es gibt zwar nur eine sehr kurze Zeit, in der fotografiert wird, aber im oberen Bereich ist ein anderer Zeitpunkt als im unteren Bereich. Das heißt, wir nehmen die Kamera komplett raus und eine Alternative ist Blitze. Blitze werden normalerweise in dieser Art und Weise gezeigt. Sie haben irgendwie eine Lampe, dann ist irgendwo eine Art von Einstellungen und unten ist der Schuh, wo man es auf die Kamera steckt. Okay, was kann ein Blitz für uns machen, um mit zu helfen, diese Bilder zu machen? Okay, zurück zu den Grundlagen. Einen Blitz gegen eine normale Lampe. Wenn man eine normale Lampe hat, dann macht man eine schaut, dass es für eine gewisse Menge Zeit eine gewisse Menge Licht gibt. Das heißt, je länger man, wie viel Licht man einfängt, hängt davon ab, wie lange man die Kamera aufmacht, wie lange man das Foto macht. Wenn man einen Blitz hat, ein Blitz ist quasi eine Ladung,
und eine Lampe und der Kondensator wird geladen und entlädt sich dann über die Lampe und für eine sehr kurze Zeit gibt es ein sehr helles Licht. Also, solange wie der Shutter offen ist, egal wann der Blitz aus ist, angeht, ist egal. Die Apparatur muss offen sein, wenn der Blitz ausgelöst wird. Und das benutze ich für meinen Vorteil. Okay, wenn man das zusammen macht, wenn man ein Bild nimmt in kompletter Dunkelheit, also das einzige Licht ist der Blitz, dann ist die wirkliche Auslösezeit unabhängig sein, wie man, je nachdem, wie man die Kamera ausgebaut hat. Und die wie lange das Bild genommen wird, ist abhängig davon, wie lange der Blitz an ist. Okay. Ich habe auf Google gesucht nach der Blitzlaufzeit von verschiedenen Blitzen und es ist in einem im Handbuch. Das ist von meinem Blitz. Und der Blitz, die Brennzeit, ist abhängig davon, wie stark man es aufgebaut hat. Das heißt, wenn man es mit vollster Stärke macht, dann hat man ungefähr ein Tausendstel. Wenn man es sehr runterdreht, dann a flash duration of roughly 140 sind das nur noch 145. That's pretty good. That's actually within the desired exposure times that I was aiming for. Das ist in dem Bereich, für den wir gezielt haben. Was auch sehr nett ist, wenn man die Stärke variiert, haben wir auch ein bisschen Kontrolle darüber, wie es ausgelöst wird. Also die sehr kurze Auslösezeit, die benötigt ist, um das Bild in der Zeit festzuhalten. Nur mein kleines Beispiel, was ein hochstarker oder ein weniger starker unterschiedlich aussieht. Links ist das Bild mit fast voller Power und man sieht die kleinen Wassertropfen, die in alle Richtungen fliegen. Das sind einfach so Streifen, weil die fast eine Millisekunde lang ist. Das heißt, man kriegt dieses sehr dynamische Bild. Auf der rechten Seite gibt es einen sehr kräftigen Blitz und alles ist wirklich in Platz eingefroren. Und es ist ein Moment, der eingefroren wurde. Natürlich gibt es keine absolute Wahrheit. Man muss halt schauen, welches Bild man nehmen möchte, wie man diese Blitzstärke auswählt. So, wenn wir dieses Problem gelöst haben, habe ich schon gesagt, dass normale Kameras zu langsam sind. Es gibt eine Verzögerung, wenn sie auslösen, die viel zu lang ist. Und wie kann man dann den Blitz auslösen und die Kamera? Also erstens, man kann es manuell machen. Hört sich vielleicht blöd an, aber geht. Und wenn man den Knopf hinten drückt, dann löst der Blitz halt aus mit den bestimmten Power Settings, die halt eingestellt sind. Aber es ist auch ziemlich einfach. Ich habe damit auch schon Bilder gemacht, die ich euch später zeige. Aber irgendwann will man dann Mikrocontroller damit da reinbringen und der einfachste Weg gibt dann so einen Flash-Schuh und die haben dann so verschiedene Kontakte unten drin. Digital Communications for measurements, digitale Kommunikation, Messungen und Signale. Und moderne Blitze haben viele, viele Funktionen. Auf der rechten Seite zeigt einen alten Blitz, der nur einen Kontakt hat. Und das ist der X-Sync-Kontakt. Das Einzige, was ich brauche, ist der X-Sync-Pin. Wenn man das mit dem anderen Bild vergleicht, da gibt es den gleichen Pin. Und das ist, weil es einen Standard gibt, der
der diesen Pin defined und also die meisten Blitze, die in den letzten 20 Jahren gemacht worden haben, diesen Schuh. Und das macht es dann auch ziemlich billig. This hot shoe is very tedious to work with, so those es ist noch ziemlich nervig mit zu arbeiten, weil es so Sprungkontakte sind, wenn man die drückt, wenn man die werden zurück, schieben mich zurück, wenn man die drückt. PC Sync. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, aber zum Glück, das ist PC Sync. So wurde es ausgelöst, bevor es den Blitzschuh gab. Und dann hatte man so ein Kabel mit so einem komischen Anschluss. Wird immer noch in Studioblitzen benutzt und hochpreisigen Blitzen. Die preiswerten Modelle haben aber nur so normale Schuhe, aber es gibt so günstige Adapter für 10 Euro, um den Blitzschuh zum PC-Sync-Cable zu konvertieren. Und dann kann man das noch mit einem normalen Kopfhörerausgang verbinden, was dann einfach mit Mikrocontrollern zu verbinden ist. And on the PC sync, it's one of the signals carried with it. Und dann. And when you do that, the flash will fire. Und wenn man dann das Signal halt überträgt, dann löst der Blitz aus vom PC an den Blitz. Wie genau kann man das jetzt auslösen? Ich habe da leider nicht so viel Information gefunden, aber ich habe es dann selber gemessen. Basically a scope measurement of das ist so eine Umfangsmessung vom Synchronisationssignal oben links und das gelbe Signal ist Foto im Fotodiode vor dem Blitz und die reagiert dann und dann gibt es eine Verzögerung von 39 Mikrosekunden. Ich habe das nochmal wiederholt, 10-mal wiederholt oder so und das ist ziemlich genau, also die Varianz ist nur so 2 Mikrosekunden. Negligible. Also so that solves problem 2. So apparently we can fire this flash. So also Problem 2 gelöst, wir können den Blitz ziemlich schnell auslösen. Very good. Das ist ziemlich gut. So how would you now go and was würde man jetzt machen, um den Blitz mit dem Mikrocontroller zu verbinden? Und der Schaltkreis ist ziemlich einfach. Man verbindet den X-Sync-Port mit irgendeinem digitalen Input vom Mikrocontroller. Man kann einen Widerstand als um die Spannung zu begrenzen, zu benutzen, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Er hat es nicht gemacht. Man muss auf zwei Sachen aufpassen. Sonst gibt es komisches Verhalten vom Blitz. 3.3 or 5 volts. Der X-Sync-Port hat it's basically being pulled up internally 2.5 by the flash. 2.5 2,5 bis 3,5 Volt und pin low. Und wenn so you do not want to drive X-Sync high und from man your will da man so will da nicht and even man will den nicht zu hoch ansteuern, weil pull it high. I've seen very strange behavior happening. Sonst gibt's ziemlich komisches Verhalten. And the second thing, when you pull the pin low. Und wenn man den Pin niedrig ansteuert, dann sollte man ihn nur ganz kurz ansteuern. Sonst gibt es auch komisches Verhalten vom Blitz. Der Blitz hat dann eine Weile aufgehört auszulösen. Und man musste die Batterien rausnehmen und sowas. Also nicht so gut. You should check the voltage. Man sollte die Voltzahl vom X-Sync-Pin des Blitzes überprüfen, weil das nicht standardisiert ist. Und 3,5 Volt oder so ist ziemlich gut für Mikrocontroller, aber es kann auch 12 Volt sein oder mal ungefähr oder mehr und dann ist es für den Mikrocontroller natürlich nicht so gut und könnte beschädigt werden.
Completely separated. Und wenn der dann halt zu hoch ist, dann braucht man vielleicht noch mehr, einen komplizierteren Schaltkreis, um das zu entkoppeln. That they don't basically put the actual flash circuit on there. So in the very first flashes, you basically had the 400 volts that is on the flash capacitor right on this pin. And so the camera would close the circuit. In alten Blitzen ist es so, dass die Kamera den Stromkreis geschlossen hat und da waren 400 Volt über den über diesen Pin. Und das heißt, wenn es der alte Pin ist, wenn es ein alter Blitz ist, dann muss man das überprüfen, denn sonst kann man da einen sehr schlimmen Schock kriegen oder vielleicht sogar dran sterben. Okay, also nochmal kurz zur Zusammenfassung, was der Blitz für uns macht. Es macht eine sehr kurze Auslösungszeit, ungefähr 41.000 Sekunde. Ist sehr einfach mit einem Mikrocontroller auszulösen. Muss ich ein Elektronikexperte sein, um das zu machen. Es hat einen sehr kurzen Auslösungsabstand und es kann sehr genau ausgelöst werden. Okay, wenn wir das gemacht haben, hier kann man ein Hochgeschwindigkeitsbild machen in 6 einfachen Schritten. Der erste Schritt ist, man baut ein Setup. So. I don't know, put up reflectors, put up a background. Hintergrund aufbauen, aufbauen, was auch immer man ein Bild von machen kann. Wenn man das gemacht hat, dann macht man den Raum dunkel und macht eine Langzeitauslösung auf der Kamera. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an für Hochgeschwindigkeitsfotografie, aber wie ich es früher gesagt habe, da der Raum dunkel ist, ist die Auslösezeit der Kamera total egal, also kann man auch eine Langzeitauslösung machen. Dann hat man genug Zeit, um damit zu arbeiten. Während dieser Langzeitauslösung startet man die Hochgeschwindigkeitsaktion, also man schießt den einen Pfeil an einen Apfel oder was auch immer. Man hat einen Mikrocontroller und irgendeine Möglichkeit, dass der mitkriegt, dass die Aktion gestartet hat. Eventuell über Geräusche oder eine Lichtbarriere, wo irgendwas durchfliegt oder vielleicht auch einfach nur ein interessanter Schalter, der da ist. Und danach, wenn der Mikrocontroller mitgekriegt hat, was der passiert, dann macht er vielleicht noch eine Verlangsamung und dann startet er den Blitz. Dann wartet man, bis die Kamera den Bild fertig gemacht hat und dann schaut man sich das Ergebnis an und mit Sicherheit, wahrscheinlich in 99% wird man nicht zufrieden sein, das heißt, man verändert seinen Aufbau und fängt von vorne an. Es gibt zwei kleine Punkte, über die ich nicht sonderlich viel geredet habe. Und das ist darüber, wie man einen Aufbau macht und wie man den Microcontroller mitkriegen lassen kann, dass das, was man macht, gerade passiert. Und das ist, weil diese zwei Teile sehr spezifisch sind dazu, was man machen möchte. Das heißt, ich werde nicht darüber reden, was ich mache, sondern ich erkläre zwei Setups, die ich gemacht habe. Also so wie ich den Aufbau gemacht habe und auch wie ich den Microcontroller gezeigt habe, dass es jetzt ein Bit machen soll. Okay, ein Beispiel. Es geht jetzt über Wasserballons zu schützen und wie man Bilder davon macht. Okay, das ist, wie ich es aufgebaut habe. Das ist mein Badezimmer, als ich noch in einem Wohnheim gewohnt habe. Und Sie sehen können, ist einige an Technologie inzwischen da drin. Das ist die Kamera auf einem Dreistand. Das ist ein Kabel bei dem Klo, wo der Microcontroller ist. Yeah, it's probably not taking a dump, at least I hope. Ich hoffe, dass es nicht das Klo benutzt. Die Kamera zeigt auf die Dusche, wo ein schwarzer Vorhang ist. Der ist da. Ein paar Gorilla-Pots, ein komisches Gerät mit viel Ducktape halten. Und es gibt einen Blitz auf einem anderen Stativ mit einer selbstgemachten Kiste. Die Wände sind weiß, das ist sehr gut, sonst muss man weiße Stoff dahin hängen, weil fotografisches Licht und das einzige Lichtquelle, die da ist, ist der Blitz. Und diese typischen Blitzfotos, die haben sehr harte Schatten.
Was man haben möchte, ist viel Reflexion von allen Richtungen, von der Seite, von unten, von oben, um ein besseres und ein gleichmäßigeres Belichtung zu haben. Also alles, was nicht der Hintergrund ist, sollte so weiß, so hell wie möglich sein. Und im Idealfall weiß. Aber zuvor, man Bilder macht, mit dem man diesen Stock drauf loslässt, habe ich ein paar Bilder manuell gemacht. Die meisten Bilder habe ich mit einem Freund zusammen gemacht, Chris, der leider für dieses Kongress krank geworden ist. Er war sehr skeptisch über diese ganze Idee. Bevor ich anfange, einen Microcontroller zu programmieren, möchte ich wissen, dass es funktionieren kann. Also habe ich gesagt, okay, wir probieren es mal manuell. Und er hatte die Idee anscheinend genug vertraut, dass er mich einen Wasserballon starten könnte und hat den Wasserballon für mich gehalten, den ich mit einem Messer zerstört habe im Dunkeln, während ich mit einer anderen Hand den Blitz ausgelöst habe. Okay, ich weiß, es dauert immer ein bisschen Zauberei, wenn man das Bild, das ist ein Prozess, das ist, wie das Bild aus der Kamera rauskam. Und ein bisschen mehr GIMP, ist nicht sonderlich viel, endet man mit sowas. Ich habe es schon gezeigt als ein Beispiel. Aber es ist ein bisschen mehr Kontrast, den ich da rein gemacht habe, ein bisschen mehr Schärfheit, und dann kriegt man das hier. Das zweite Beispiel wäre das Bild. Ich habe es auch am Anfang gezeigt, dass Sie sehen können, wie es aus der Kamera kommt und wie nah das Messer an seiner Hand war. Und nochmal das Endresultat, das Sie schon gesehen haben. Okay. Das waren zwei glückliche Beispiele und zwischendrin waren viele Auslöser, die so aussehen. Das heißt, wenn man es manuell macht, kommt man viel weniger schöne Bilder. Das heißt, vielleicht macht man den Bild zu früh, vielleicht viel zu spät oder oben rechts. Das ist quasi nicht viel zu spät, wenn der Blitz ausgelöst war. Aber man sieht die Wassertropfen, die sind schon sehr weit rausgegangen, überall im Bild. Das Wasser hat diese komische Form angenommen und dieses Prozess sieht nur für wenige Millisekunden wirklich gut aus. Und danach, in meiner Eigenschaft, ist hauptsächlich uninteressant. Okay, lass uns Microcontroller in das Bild bringen. Das hier ist der Wasserballon-Pop-Sensor. In groß, ist relativ einfach. Hauptsächlich ist da ein Kabel mit dem Körper verbunden, mit einer Schraube da. Und ein zweites offenes Kabel, sehr nah am Spitzenende. Und die Idee ist, der Wasserballon fällt da drauf, der Wasserballon macht eine Verbindung und dadurch weiß der Microcontroller, dass es jetzt die Zeit ist, auszulösen. Hey, hier ist ein bisschen, wie der Kreis aussieht. Ich habe ein bekannteres Symbol dort verwendet. Also wieder, es ist nicht sonderlich kompliziert. Man hat einen Sense, ist ein digitaler Input, der wird mit einem Widerstand hochgezogen auf 5 Volt und es verbindet sich zum offenen End und der Ground Contact geht direkt zum Körper der Gabel. Und wenn die Wassertropfen da drin diese kleine Schalter da und den Sense-Pin runterzieht, dass der Mikrocontroller eine fallende Kante, dann wird das Bild genommen. Hier ist ein bisschen Quellcode, das ist der wirkliche Interrupt-Service-Routine. Ich habe ein Arduino benutzt, weil er da war und es funktioniert, also benutzt was auch immer ihr möchtet. Ich glaube, dass es keinen Mikrocontroller gibt, der keinen Interrupt hat und keine zwei digitalen Input-Output-Pins, ansonsten hat es ein Problem. Es gibt vier Sachen, die passieren. Das erste ist, diese Interrupts zu stoppen. Dann gibt es einen Delay-Loop. Die zwei Linien in der Mitte sind quasi, das nicht neu auslöst.
Wenn das System wieder hoch geht, während wir warten, dann würde der Waiting Loop zurücksetzen. Für den Wasserballon habe ich das auskommentiert, weil ich auf den ersten Signal auslösen möchte. Für andere Bilder sollte man das vielleicht drin haben. Also ausschauen, was passiert und was funktioniert. Hier wird der Blitz ausgelöst, nicht dadurch, dass man low zum Output schreibt, aber der Port war früher ein Input und für den Blitz sieht es aus wie ein sehr hoher Widerstand und das ist genau, was der Blitz haben möchte. Möchte den Pin betreiben, aber nichts weiter darum kümmern. Man zieht es nur runter für eine sehr kurze Zeit, um den Blitz auszulösen. Dieser Port ist noch ein weiterer, wartet noch ein bisschen und dann wird der Pin wieder zu einem Input umgesetzt. Und dann finally, yeah. The system und am Ende and it also turns off an LED. Stellt es eine LED aus. Um es neu zu starten, setzt man Reset. If you want the code, it's on GitHub. Den Quellcode really zu bekommen, ist es auf GitHub. Ist sehr einfach, wenn Sie das hier verbessern wollen. Macht das sehr gerne. So, das ist eines der ersten Bilder, die ich damit gemacht habe, in diesem Poking-Gerät. Sie sehen, der Moment wird sehr gut eingefangen und wieder ein bisschen mehr GIMP-Magie später, dann kommt dieses Bild raus. Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele. And you can actually remove this poking device. Und Sie können diesen Stock recht einfach entfernen. Das waren eher 15 Minuten, die ich damit verbracht habe. Okay, was Sie jetzt hier sehen können, ist, wenn man die Zeit mit ein bisschen Veränderung richtig macht, dann kann man einfach 100 Wasserballons kaufen und die jedes Mal wird ein gutes Bild gemacht. Nur wenn man die Zeit richtig hinkriegt, hat man vielleicht immer noch kein schönes Bild. Wie die Wassertropfen fallen, wo der Gummi ist, ist immer noch zufällig und darum möchte man immer noch viele Bilder machen. Aber zumindest die Zeit, die ist inzwischen richtig, also fast jedes Mal. Jetzt macht man einfach weiter und macht 40 Bilder, 100 Bilder und dann wählt man die schönsten aus und bearbeitet die nach. Hier ein letztes, meine Lieblingsbilder, weil es mich an der Sonneneruption erinnert. Also was auch immer Sie wollen, das ist dann einfach, ja, danach wird's aus. Coming to the second setup I wanna show. So, jetzt zum zweiten Aufbau über die explodierende Kreide. Ich habe das auch am Anfang schon mal gezeigt. Die Technik dabei ist die Mausefalle. Hier ist eine Mausefalle. Es funktioniert so. Das ist so eine Todesfalle, dass es so eine Feder gibt, die aufgezogen wird und dann zurückspringt. Wenn der Mechanismus ausgelöst wird. And you would place the bait on the trigger and then the mouse goes there. Und auf den Schalter würde man Schokolade oder so drauf machen und dann, wenn es ausgelöst wird, würde halt die Maus getötet. Gut, um halt schnellen und kräftigen Einschlag zu verursachen. Aber der Auslösemechanismus ist sehr nicht optimal. Also was nachher im Bild ist, ist halt auf der rechten Seite, da wo ausgelöst wird, also wo die Maus theoretisch anweisen würde. Und die ganze Mauswalle ist dann halt im Bild, was je nachdem nicht so gut ist. Deswegen will man die modifizieren. Und das kam dabei raus, als ich es verändert habe. Man verändert halt den Metallstab, damit der sich selber im richtigen Platz hält. Man kann den halt auch wegschieben. To this small hole on the top and then it will basically break free. Und es wird dann wegbrechen und auslösen.
And it's also a lot safer. So, jetzt kann man es einfach freistellen und jetzt muss man nicht irgendwie mit dem Finger oder was auch immer festhalten. Ich wurde schon mal von der Mausefalle getroffen. Das ist jetzt nicht super schlimm, aber man will es auch nicht unbedingt wiederholen. So sieht es dann aus, wenn man es aufbaut. Das ist mein Wohnzimmer. Das ist ein improvisiertes Lichttent in einem Stuhl, innerhalb vom Stuhl. Der Hintergrund und alles, was im Bild ist, ist in Schwarz und alle Wände und das Dach sind in Weiß, auch weil man halt wieder alles weil man das Licht reflektiert haben will auf die Szene, um das Licht halt gleichmäßig zu verteilen. Und zur Linken ist dann der Mikrocontroller, viele Kabel und der Auslösemechanismus rechts. Gibt so eine Krokodilklemme, diese weiße, die dann daran getaped ist. Man braucht viel Duct Tape oder Panzertape dafür. Also sobald man dann den Mechanismus loslässt, wird die Krokodilklemme weggerissen und dann dadurch ausgelöst. So, hier ist wieder ein Schaltkreis. Dann kommt ein 5-Volt-Signal auf die Krokodilklemme und die andere Klemme geht an den Sense-Input vom Mikrocontroller. Und solange die verbunden sind, gibt es einen hohen Input und wenn dann wieder nicht verbunden ist, wird es wieder runtergezogen und das löst den Interrupt aus und erlaubt den Blitz auszulösen. So, also nicht so kompliziert. Also bevor man Kreide zerstört, was ziemlich schmutzig werden kann, vor allem im Wohnzimmer, sollte man lieber mit was anderem anfangen, was einfacherem, zum Beispiel Kronkorken. Die gab es aus Gründen. Man kann ein paar Wassertropfen reinmachen. For, let's say, the first 50 shots. Und damit kann man dann, sag ich mal, die ersten 50 Bilder machen, um rauszufinden, was für Variablen man in dem Prozess hat, um die Zeit immer richtig hinzukriegen. Und man will einfach nicht 100 Mal Kreide zerstören, das ist nicht schön. Es funktioniert ziemlich gut und es trocknet schnell und es ist nicht viel aufzuräumen. Und vielleicht kriegt man sogar ein cooles Bild davon, wie das hier zum Beispiel. And so finally you get your timing right. Und wenn man dann endlich die Zeit richtig hinkriegt, nimmt man die Kreide und dann passiert das. Dann war die Mausefalle leider nicht stark genug. Just doesn't cut it, so you can see it puts a little dent in there and some. Es hat so ein bisschen eingedellt und ein bisschen was ist weggeflogen, aber die Mausefalle war halt nicht stark genug. But as the old saying goes, when a mouse trap is not strong enough, wenn eine Mausefalle nicht stark genug ist, dann braucht man eine Rattenfalle. Und dann sollte man auf seine Finger aufpassen. Everything else is the same. Also einfach nur größer, alles andere ist das Gleiche. Ich habe zum Glück nicht meine Finger reinbekommen. Ich habe mal ein Metall-Edding damit maltretiert. Also es könnte gut sein, dass man sich damit die Finger bricht, mit der Rattenfalle. Then I decided to mod the trap again. Da habe ich die Falle noch ein bisschen modifiziert. The S-shaped rod again to kind of get the trigger away. S-geformte Stab. Und den vorderen Teil habe ich mit schwarzer Pappe abgedeckt. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und ihr wollt es an irgendwas Schwerem befestigen.
Well, they tend to take off when they fire. So ja, maybe weil some of those slow motion pictures weil of sie firing, those things fly all over the weil place. Sie aber rumfliegen können, wenn wenn sie auslösen, wenn man sie nicht zu irgendwas Schwerem festtaped. So obviously those things have enough power to obliterate chalk, basically. Also sie haben auf jeden Fall genug Kraft, um die Kreide zu zerstören. Why I did these modifications to the trap. Jetzt seht ihr auch, warum ich die Veränderung gemacht habe. Wenn man es nicht macht, hat man so helles Holz im Bild, was ziemlich ablenkt und die Falle ist auch quasi abgehoben, was ziemlich Fokus und das Bildausschnitt ziemlich schwierig macht. Also wenn man es einfach irgendwo festtaped, ist es viel einfacher und man nimmt viel Zufälligkeit weg, die man sonst hat. Sowas bekommt man dann. Also ich habe dann irgendwann angefangen, verschiedene Farben, kleine Stücke von verschiedenen Farben von Kreide da reinzumachen. Und noch den Prozess noch ein bisschen verfeinern. Das ist so die finale Form. Ich weiß nicht genau, wie viele von diesen Dingern ich gebaut habe. Also man braucht so 5 bis 7 Minuten, so einen Turm zu bauen. Und deswegen will man das nicht so oft machen, weil sonst hat man irgendwie ja zu viel zu tun. So yeah, then you just try. If you got dann probiert man einfach, ob man es richtig hinbekommen hat und irgendwann hat man dann Erfolg und das sieht ziemlich gut aus. Und dann bringt man es in GIMP und ja, nach dem Post-Processing sieht es dann so aus, zum Beispiel. Thank you. Dankeschön. So, yeah. Okay, explodierende Regenbogen. Ich hoffe, das hat Ihnen eine Idee gegeben, wie man einen Aufbau machen kann und wie man den Blitz auslösen kann. Und das beendet den Tutoriumsteil. Und jetzt für ein letzte paar Minuten werde ich ein bisschen darüber reden, welche Voraussetzungen für die Kameras und Werkzeug hat. Und zeigen Sie mal, ein bisschen im Kamera hat, dann hat man wahrscheinlich schon alles, was man braucht. Okay, Kameraanforderungen. Your camera needs die Kamera to be muss digital sein. So you really want to have also möchte this, wirklich eine this feedback, feedback sofort haben. Also die Zurückführung sofort haben, wenn man die Parameter ausprobiert. Man möchte nicht ein paar Wochen, Tage warten, bis man das Bild zurückkommt und dann, bevor man eine Änderung macht. Okay. Da die Kamera nichts macht, außer den Sache zu öffnen, kann man mehrere Kameras da hinsetzen und eine kann auch eine Filmkamera sein. Das heißt, wenn man einen Film macht, kann man auch das machen. Die Kamera muss eine Langzeitauslösung machen. Also ich empfehle 5 Sekunden oder mehr. Das entfernt wahrscheinlich viele Handys. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Handys Langzeitauslösungen machen kann. Ich weiß, dass meins nicht kann. Aber das ist sehr praktisch. Dass man einfach so ein bisschen Zeit hat, um die Aktion auszuführen. Ich empfehle sehr stark, manuelles zu fokussieren. Oder zumindest sollte man eine Kamera nicht fokussiert, wenn man startet, dass man eine Vorfokussierung macht. Das kann man machen für viele Kameras, sogar mit Autofokus. Aber da muss man das Licht ausmachen und dann muss man die Auslösung starten. Wenn es dann anfängt, Autofokus zu machen, dann wird es wahrscheinlich nicht richtig fokussieren. Aber ich empfehle manueller Fokus, insbesondere in den letzten Schritten, weil, Sie wissen, man hat eine Feldsichttiefe und das Objekt, das im Fokus ist, ist in einem sehr bestimmten Bereich und startet bei wenigen Zentimetern vor der Kamera und endet ein bisschen weiter hinten und man kann zuverlässig fokussieren.
Der Bereich der scharfen Objekte sollte in der Nähe der Kamera sein, sodass etwas während der Hochgeschwindigkeitskamera Richtung deiner Kamera fliegt, sollte immer noch im Fokus sein. Aber das ist so fortgeschrittene Sache, wenn man die Grundlagen hingekriegt hat. Flying at your camera. Noch etwas über Sachen, die in Richtung deiner Kamera fliegen. Sie wollen eine lange Linse haben. Also ich habe eine 100mm Linse benutzt, weil ich das längste war, was ich hatte und auch die beste. Wenn man mehr Entfernung hat, aus zwei Gründen, wenn die Linse länger ist, dann kann man weiter weg sein vom Objekt und immer noch dieselbe Größe bekommen und die teure Kamera weiter weg von spritzendem Wasser oder noch schlimmer explodierender Kreide zu haben, ist in der Regel eine gute Idee. Und auch, wenn eine Telefotolinse benutzt wird, dann hat man einen kleineren Blickwinkel und man kriegt weniger Hintergrund im Bild. Im Gegensatz zu, wenn man da muss man auch den ganzen Hintergrund gut aussehen lassen. Im Gegensatz zu einer Telelinse, die sehr kleinen Hintergrund hat. Das macht das Aufbauen eines Sets deutlich einfacher. Okay. Let's talk about über den Blitz reden. As I said earlier, you can, wie ich früher gesagt habe, man kann a wide area of flashes from einen von vielen Blitzen aus den letzten 25 Jahren kaufen. Als dieser standardisierte heiße Schuh zum ersten Mal auftrat. Es gibt ein paar Blitze, die einen proprietären Blitzschuh benutzen und sollten sicher gehen, dass es einen Standardblitzschuh hat, dass man den richtigen Kontakt hat, der richtigen Stelle, um mit den Adaptern zu benutzen. Sonst könnte es deutlich teurer werden. Der Blitz braucht einen X-Sync-Port und die haben ihn alle. Man kann auch mit Studio-Auslösung Blitzen nehmen, dann macht das Verkabeln ein bisschen einfacher. And it has also shown to be very practical to und es ist auch sehr praktisch, nach einem Blitz zu suchen, der unterschiedliche Power-Settings unterstützt. Dann erlaubt einem das, die Auslösungszeit einzurichten. Es gibt sehr billige Blitze, die haben überhaupt keine Kontrolle, außerhalb eines Ein- und Ausschalters. Und wenn man die macht, dann schießen die immer mit voller Kamera und das ist wahrscheinlich nicht optimal. Man kann damit anfangen, aber man verliert viel Kontrolle über den Prozess dadurch. Okay, anderes Zeug, das man eventuell braucht. Ein Microcontroller oder ein Arduino als Beispiel oder irgendwas, was man rumliegen hat. Irgendein Microcontroller sollte die zwei digitalen Input-Out-Pins haben und mindestens einem Interrupt. Sonst ist es nicht wirklich ein Microcontroller. Ich empfehle einen Tripod, um die Kamera drauf zu machen. Vielleicht auch einen für den Blitz. Wenn Sie ein bisschen ordentlicher fotografieren, dann haben Sie wahrscheinlich einen. Es muss kein guter sein. Sie müssen nicht 1000 Euro auf ein Kamerastativ machen oder man sogar einen benutzen kaufen, weil die Anforderungen nicht sonderlich hoch sind. Insbesondere für Stabilität. Solange die Kamera nicht umfällt, funktioniert es wahrscheinlich. Weil in 25.000 einer Sekunde wird sich nicht viel bewegen. Für den Blitz können Sie sehr kreativ sein, Sie können es irgendwo reinkleben, Sie können einen Gorilla-Pod machen oder eine chinesische Kopie davon, die funktionieren auch recht gut. Ich empfehle weißen und schwarzen Stoff zu kaufen. Ich habe ein bisschen Stoff, der auch schwarz auf der einen und weiß auf der anderen Seite ist, was das Ganze ein bisschen benutzbarer macht. Ich empfehle mir viele Cardboard zu haben, das ist auch in weiß und schwarz, um Blitz im Licht aus anderen Regionen rauszublockieren. Gehen Sie zu irgendeinem Laden, der Kunstequipment verkauft, dann können Sie das wahrscheinlich für wenige Cent pro Stück kaufen. Auch nicht teuer. Ein paar sehr Anfangs-Elektronikteile, vielleicht ein Schlötgerät, vielleicht ein paar Widerstände.
You can also very alles, was sie brauchen. Und man kann auch sehr einfach ein Prototyp-Board benutzen. Und viel Ducktape oder Panzertape. Das ist das Wichtigste. So, ein paar abschließende Tipps. Also is a little bit opinionated, but das ist auch ein bisschen Meinungsaußen. Das sind auch die Sachen, die ich fand, dass sie am besten funktioniert. Also bevor sie die unterschiedliche große Setup aufbauen und Towers of Chalk, that kalte Türme zu zerstören, die 10 Minuten Aufbau benötigen, anfangen mit irgendetwas Einfacherem, so, um den Prozess zu lernen, wie die Mausefalle passt, mit den zeitlichen Abständen. Es werden sehr viele falsche Auslöser passieren. Fangen Sie wirklich nicht zu kompliziert an, das verlangsamt alles. Und wenn Sie den Prozess fertig haben, dann können Sie hingehen und den alles perfekt machen. Ja. Sollten erwarten, dass viel am Anfang viele Sachen nicht gut funktionieren. Eins in 200 Fotos sollte dann in Ordnung sein und dann müssen Sie einfach weitermachen. Wenn Sie ein gutes Bild haben wollen, müssen Sie einfach die besten Bilder von vielen Bildern auswählen. Irgendwann haben Sie Glück und haben ein gutes. Okay, was ich auch für wichtig halte, sollen Sie Ihr Set so bauen, dass es Ihre Post-Processing vereinfacht. Wenn Ihr Set ein helles Holz von der Mausefalle im Bild hat, sieht es nicht nur komisch aus, sondern es ist auch sehr schwer in Post-Processing zu entfernen. Das ist genau da, wo die Sachen passieren. Und da muss man sehr viel machen. Wenn Sie es mit schwarzer Pappe überkleben, dann verschwindet es, sobald man den Kontrast hochdreht. Und der schwarze Hintergrund kann sogar als Bildelement gemacht werden, der nicht die Bilder, die Augen ableitet. Sondern es gibt ein naturelles Framing für den unteren Teil des Bildes. Sie sollten sicherstellen, dass Sie das Set nach jedem Schuss neu sauber machen und vorzubereiten. Ich habe den Staubsauger benutzt, um die Kreide zu entfernen, denn sonst sind kleine Kreidestücke überall und der Smash der Mausefalle ist sehr stark und sonst sind kleine Partikel werden auch mit ins Bild kommen. Das ist einfach nur so. Das kann das Bild wirklich zerstören. Und außerdem, wenn da irgendein Element, wie zum Beispiel die Teil der Mausefalle ist, die man nicht wirklich maskieren kann oder ins Bild sein soll, dann müssen Sie die einfach im Arm und ein Teil des Bildes machen und nicht die versuchen zu verstecken, weil das nie gut aussehen wird. Und das Wichtigste natürlich ist, dass man Spaß dabei hat. So, here's some resources. Hier sind ein paar Ressourcen. Wieder der Quellcode on GitHub. Auf GitHub. And some reads Texte, die ich interessant finde. Das erste ist Strobist. Oder Blitzbist. Das ist ein Blog. And it became a little bit of a movement in photography. Und es wurde quasi so eine Bewegung in der Fotografie. Leute, die viele Blitze benutzen oder viele Blitze benutzen, um super Bilder zu machen. Es gibt viele Tutorials dort, wie man Blitze benutzt, um super fotografisches Licht zu machen. Ich habe viel von denen gelernt und ihr könnt auch High-Speed Photography Tutorials so genauso in Google eingeben und da findet man super viel. Wenn man Bücher mag, es gibt ein gutes, das heißt zum Beispiel Light, Science and Magic. Das ist quasi ein Buch über fotografisches Licht. Und ich kann es sehr empfehlen. Ich bin auch nicht mit denen verbunden oder kriege davon nichts, aber ich kann es sehr empfehlen. So, ich lerne echt viel. Falls ihr mich erreichen wollt, das ist meine E-Mail, das ist mein Flickr-Account, der Pulli. I put lots of
Actually not so many, but all the pictures that I found worth showing. Ich habe alle Bilder, die ich super fand, die ich gut genug fand zum Zeigen, auf Flickr hochgeladen. And since I used a lot of Creative Commons pictures for this presentation, weil ich viele Creative Commons Bilder benutzt habe, habe ich jetzt auch die Lizenz zur Creative Commons geändert. Also falls ihr meine Bilder benutzen wollt, bitte. So also for a little less complicated contact as compared to email, I created a Twitter account. Für weniger komplizierte Kontaktaufnahme, vor 2 Tagen einen Twitter-Account eingerichtet. Und mal schauen, wie es mir gefällt, aber könnt ihr mal probieren. Das ist jetzt das Ende meines Talks. Und falls ihr es mal ausprobiert, bitte kontaktiert mich mal und zeigt mir, was ihr gemacht habt. Ich schaue mir auch gerne gute Bilder an, genauso wie ich sie gerne mache. Ich habe ein paar Ideen, not really suitable for a living room. Wie man Hochschulfotografie vielleicht anders machen könnte, die jetzt im Wohnzimmer nicht so gut funktionieren. Also falls ihr irgendwie in Dresden lebt und einen Raum habt, wo es nicht so schlimm ist, wenn es ein bisschen dreckiger wird, dann bitte kontaktiert mich. Danke für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank. Okay, thank you Polygon for this very interesting talk. Thank you for the very interesting talk. We have a few minutes for questions left. You can line up behind the microphones. Microphones in the room, so line up behind the microphones, please. Stellen Sie sich hinter die Mikrofone auf, wenn Sie eine Frage stellen wollen, und bitte gehen Sie raus, wenn Sie rausgehen, sehr leise. Es gibt schon eine Diskussion, unterschiedlich mehrere Fotos zu machen, also eine Serie. Ist es möglich, die mit einem Filmkamera und Movie-Shutter zu machen oder vielleicht sogar mit mehreren Kameras und mehreren Blitzen? So the first answer, the first answer is the movie mode. Die erste Frage ist, Antwort ist, wir haben das mit dem Filmmodus probiert und halt auf den Blitzmodus zu setzen, sodass ganz viele Blitze in der Sekunde gemacht werden. Aber auch wenn man den Filmmodus macht, das Bild, das gemacht wird, es gibt halt immer so kurze Abstände dazwischen. Wir haben es nie so hinbekommen, dass das ganze Bild von allen Blitzen beleuchtet wurde, sondern es gab immer so halbe Belichtungen dazwischen. Andererseits, 30 Bilder pro Sekunde sind jetzt nicht wirklich viel. Das sind ziemlich viele Millisekunden zwischen allen Einzelbildern. Und die meisten davon werden ziemlich langweilig sein. Ich habe es probiert, aber... Und wie sieht es mit mehreren Blitzen und mehreren Kameras aus? You can try it. Man kann verschiedene Blitze benutzen. Man sollte wahrscheinlich Blitze benutzen, die das gleiche Modell haben oder auch die gleiche Ladezeit, Ladestand. Dann kann man verschiedene mehrere benutzen. Falls man verschiedene Hersteller benutzt, dann bekommt man Doppelbelichtung. No problem. You can point verschiedene Kameras, kein Problem. Man kann irgendwie 10 Kameras gleichzeitig benutzen, solange die sich nicht im Weg stehen. Also, falls ihr irgendwie 10 Kameras habt, die ihr im Kreis aufstellen könnt, so Matrix-Style, dann ja, go for it. Microphone 1, please. Mikrofon 1, bitte. Ja, ich habe eine Frage über die Frage. Wenn man ein Studio auswählt, dann gibt es eine sehr lange Flash-Tube und die Abbrennzeit ist dann ein Problem für Hochgeschwindigkeitsfotografie. Wenn man ein Bild von einem Modell macht und Wasser oder farbiges Pulver auf sie draufschreibt, man möchte es im Flug haben,
dann gibt es damit Probleme mit billigen Blitzen. Alles unter 1000 Euro pro Blitz ist dann problematisch mit der Hochgeschwindigkeitsbewegung. Wenn man Studio-Blitze benutzt. Die kleinen Blitze auf einer Kamera haben dieses Problem in der Regel aber nicht. Okay, das ist gut zu wissen. Benutzt keine Studio-Blitze. Weil die anscheinend dann, gibt es nur bestimmte, die funktionieren, die ziemlich teuer sind. Und zwei bitte, bei diesen Kameras sind andere Shutters. Haben Sie ausprobiert, eine Kamera über den Mikrocontroller auszulösen? Nee, habe ich noch nicht, weil es ungenau wäre. Wenn man eine digitale Spiegelreflexkamera hat, also die muss den Spiegel hochziehen und dann vorbereiten. Den Sensor reinigen und sowas und das dauert alles ein paar Millisekunden und der Auslöser kommt irgendwie erst direkt vor der Belichtung und dann muss man halt die Auslösung und die Belichtung schon fertig haben und deswegen habe ich es nicht probiert. Es gibt schon so ein paar Szenarien, wo das funktioniert, wenn man quasi eine Springbrunnen fotografiert, wo es nicht so richtig wichtig ist, wann man fotografiert, sondern nur, dass man es festhält, dann geht es wahrscheinlich. Okay, haben wir noch eine weitere Frage aus dem Internet? Ja. Da war eine Frage über, welche Linse Sie benutzen und welche F-Nummer. Und welche Probleme Sie mit Fokussieren hatten? Das Objektiv, das ich benutzt habe, war eine Tokina 100mm Makro-Objektiv mit f2.8 Blende. Aber das macht nicht so richtig was aus, weil man die wahrscheinlich zumacht, also auf ziemlich klein. And yes, focusing is a huge problem. Und sonst hat man Diffraktion und so. Fokussieren ist ziemlich problematisch, weil es halt fast wie ein Makro-Shot ist. Und man nicht so richtig weiß, wo alles aus hinkommt. Und eine große Quelle von Frustration ist, wenn man den perfekten Shot bekommt, aber dann alles nicht fokussiert ist. So, man wird viel Zeit damit verbringen. Man wird viel Fehlschläge haben. Mikrofon 3 bitte. Hallo. Vielen Dank für die wundervolle Präsentation. Wir haben Sie den Staub in der Licht bekommen. Wie man da sieht, Licht kommt oben raus. Ich habe ein Diamantbohr benutzt, um zwei Löcher die Lampe zu blasen. Dann pustet man ein bisschen Sauerstoff rein und schließt dann einfach an und dann passiert das so. Vielen Dank, ich werde das auch ausprobieren. Und Mikrofon 1. Hallo, haben Sie jemals probiert, mit einem Pfeil in kompletter Dunkelheit zu schießen? Nee, habe ich noch nicht probiert. Aber wenn ich das probieren würde, dann würde ich es wahrscheinlich so machen, dass man nicht wirklich zielen muss und ich würde den Apfel nicht mit meiner Hand festhalten. Is there another question from the Internet? Ist da noch eine weitere Frage aus dem Internet? Ja. Das ist eine Frage über den Weg, wie Sie auslösen. Man kann entweder mitkriegen, wann das der Mousetrap ausgelöst wird, oder Sie versuchen, den Mousefalle rechtzeitig auszulösen. Haben Sie irgendwie eine Idee, dass man den Prozess auslöst? Bisher so gesehen, dass es besser funktioniert, den Interrupt auslöst, bevor die wirkliche Aktion losgeht. Also wenn der Stab losgeht, man sollte halt auslösen losmachen, wenn schon ziemlich sicher ist, dass die Aktion auch wirklich zu Ende geht.
Man kann den Mechanismus auch nach hinten verlagern oder so. But then you really, you're basically too late. Aber dann ist man halt quasi schon zu spät. Man will genau, wenn der Interrupt kommt, den Blitz auslösen. You lose control. So I found it to work much better. Man die Kontrolle. When, ich habe herausgefunden, es funktioniert viel besser, wenn man die Information before. Wenn man die Information schon davor hat. Also ich habe auch probiert, es auszulösen, wenn die Stange runtergeht, um irgendwo draufzuschlagen. Aber das hat nicht so gut funktioniert, weil man hat halt ein bisschen Verzögerung zwischen der Blitzauslösung und dem wirklichen Blitz. Okay, we have time for es gibt noch eine weitere kurze Frage. Also bitte Mikrofon 2. How do you complete darken the room? Wie machen Sie den Raum komplett dunkel? Take the picture at night, naja, cover das the kommt drauf an. Mach das Bild nachts und mach das Licht aus und tape die Fenster ab. Thank you once again, Polygon. Okay, vielen Dank. Nochmal Polygon, bitte eine große Runde Applaus für ihn. Das beendet auch unseren...